Ja, Leute, und in diesem Sinne, ihr wisst genau, was jetzt kommt. Herzlich willkommen zurück bei Red Devil TV. Nach der Partie 1. FC Kaiserslautern gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Meine Fresse, war das ein Spiel. Aber vorher noch ein paar andere Sachen, die mir am Herzen liegen. Unter anderem, ja, kann ich mich nur bedanken, Leute. Meine Fresse, mein letztes Video kam deutlich besser an, als ich es persönlich erwartet hätte. Ich hätte so mit 700, 800 Aufrufen gerechnet. Letztendlich sind es jetzt über 1600. Also einfach nur geil. Vielen lieben herzlichen Dank für eure Unterstützung und natürlich auch für meine neuen Abonnenten. Vielen lieben Dank, dass ihr mir euer Abo geschenkt habt. Insgesamt 7 Abos dazu bekommen. Finde ich richtig cool. Hat mich sehr gefreut. Des Weiteren hat es der 1. FC Kaiserslautern, unseren Ausrüster, mittlerweile mal hinbekommen, ja, zumindest mal noch das Auswärtstrikot zu releasen. Ja, es ist dieses weiß-graue, was man schon beim Mannschaftsfoto gesehen hat. Und ja, jetzt wurde es offiziell vorgestellt. Ich habe eigentlich gelesen, dass das das Ausweichtrikot hätte sein sollen. Jetzt plötzlich ist es das Auswärtstrikot. Also alles sehr seltsam. Ja. Wie viel Schuld der FCK daran trägt, dass die einfach nicht mit der Trikotproduktion nachkommen, dass die Lieferungen nicht rechtzeitig sind, weiß ich nicht, aber es ist wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Ich meine mal ganz ehrlich, solange ich den FCK schon verfolge, und ich verfolge den schon sehr lange, habe ich das noch nie erlebt, dass zu einem Beginn einer Saison die Trikots nicht vorhanden sind. Beim Heimtrikot hat es ja gerade so geklappt, aber ja, das Auswärtstrikot gibt es jetzt erst und das Ausweichtrikot hat man immer noch kein Bild, noch nicht mal ein Bild gesehen. Also das ist wirklich ganz, ganz schwach. Ich habe auch gehört, dass Leverkusen auch gar nicht zufrieden damit sein soll und dass die auch überlegen, wohl abzuspringen von ihrem Ausrüster. Also was bringt es ein, wenn man einen Ausrüster hat, der vielleicht coole Trikots uns an, ja, an den Mann bringt quasi, aber dann die Trikots nicht beibringt. Also es nicht mehr zu glauben. Naja, ist halt so. Okay. Das wollte ich nochmal kurz erwähnen. Jo. Naja gut, kommen wir zum Sportlichen. In der letzten Woche hat unser FCK ja mit 2:1 in Ulm gewonnen, was an sich schon mal sehr gut ist. Die Partie in Ulm war allerdings sehr durchwachsen. Der FCK begann stark, hat dann allerdings sehr stark abgenommen und ja, ist dann das Spiel geworden, was ich befürchtet habe, dass Ulm klar besser ist und auch das Tor macht und dann ja, hätte der FCK das Ding eigentlich auch verlieren müssen, aber dank, muss man wirklich so sagen, dank Ulm hat der FCK das Ding eben nicht verloren und ja, der FCK konnte durch Boris Tomjak und Opoku das Ding noch 2:1 drehen, aber alter Verwalter, da war mehr Glück dabei als alles andere. Und da bin ich auch zu 100% beim Ulmer Trainer, der gesagt hat, wenn uns nicht dieser Fehler passiert wäre, der zum Elfmeter geführt hat, hätten wir das Ding gewonnen. Und da bin ich 1:1 bei ihm. Also der FCK hat ja gar nichts mehr gemacht. Die hätten das einzeln verwaltet, mehr nicht. Aber gut, mir soll es recht sein, 3 Punkte. Und dann hatten wir eben jetzt das Heimspiel gegen Greuther Fürth. Ich konnte ja das Spiel nicht live sehen, habe aber fleißig mitgelesen und habe mir auch jetzt gerade nochmal das Spiel im Großen und Ganzen angeguckt. Also denke, ich bin in der Lage dazu, jetzt was zu sagen. Also zunächst einmal ist mir aufgefallen, dass wir mit derselben Startformation gespielt haben wie auch gegen Ulm. Und da habe ich mir schon so die Frage gestellt, what the fuck ist das denn bitte? Ohne richtigen Stürmer? Meine Hans liegt klar, aber das ist für mich kein richtiger Stürmer. Warum spielt der Mauser nicht von Anfang an? Was soll das denn schon wieder? Verstehe ich überhaupt nicht. Heimspiel ohne richtigen Stürmer mit derselben Startformation, die sich schon in Ulm unfassbar schwer getan hat? Kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, was soll ich dazu sagen? Dementsprechend lief dann halt auch die erste Halbzeit. Also die war grottenschlecht. Der FCK kann sich bei Julian Kral bedanken. Kral, eine überragende Parade nach der anderen. Unsere Defensive heute, ein Hühnerhaufen. Hat mich sehr stark an die letzten Saison erinnert. Ach du Scheiße, war das eine Katastrophe. Die wenigen Offensivaktionen nach vorne von uns konnten das auch nicht besser machen. Also wirklich, wir hatten Riesenglück. Es hätte zur Halbzeit locker 4-5-0 verführt stehen können. Ohne Probleme. Aber Julian Kral hat er was dagegen.
Aber ja, unsere Defensive denkt sich dann wahrscheinlich, ja Moment mal, das kann ja wohl nicht sein, dass wir hier die ganze Zeit Scheiße bauen und Julian Kral hält dann jeden Ball da hinten, da müssen wir noch einen draufsetzen und dann gibt es halt noch Elfmeter. Ja, es ist nicht zu glauben. Es ist ein klarer Elfmeter. Ja, Jannes Heuer kommt halt eindeutig zu spät, tritt ihn unten auf den Fuß. Also ich habe auch keine Ahnung, was die Schiedsrichter da so lange gebraucht haben, um das zu entscheiden. Das ist ein klarer Elfmeter. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Elfmeter für Greuther Fürth, die machen die natürlich locker rein und damit steht es dann 0:1. Völlig verdient für Greuther Fürth. Und der FCK konnte wieder mal einen Rückstand nachrennen. Hervorragend. Dann hatte man eigentlich zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Ja, hätte man auch machen können. Und dann passiert halt das, was so oft im Fußball passiert. Nämlich genau im Gegenzug macht Greuther Fürth das 2:0. Und auch hier, also, es war, und das ist mir leid, auch hier war es eine unfassbar schlechte Defensivleistung. Aber es ging ja schon im Vorfeld los. Die Mittelfeldspieler lauben den Gegnern nicht richtig an, nur so halbherzig. Die können da locker durchkombinieren. Und dann kommt halt eine Flanke und Kral ist wieder zur Stelle, hält sehr gut, aber der Nachschuss ist dann halt drin. Hervorragend. 2:0, also Kral war heute echt die ärmste Sau. Und die Fürther führten erfolgreich und völlig verdient mit 0:2. Und ich sage euch ganz ehrlich, da war die Partie für mich schon entschieden. Ich hätte nicht gedacht, dass da nochmal irgendwas passiert, weil das war eine Katastrophe. Okay. Aber der FCK hat durchaus Mentalität. Das hatten wir ja auch schon manchmal in der letzten Saison. Obwohl ich dabei bleibe, dass der FCK mit so einer Leistung in der letzten Saison aus diesen zwei Spielen 0 Punkte geholt hätte. Aber naja. Neue Saison, neues Glück. Denn dann kam die 46. Spielminute, glaube ich. Es war die erste Minute der Nachspielzeit. Und Freistoß für den FCK. Reingespielt. Tomiak völlig frei. Also die Defensive von Fürth auch ein absoluter Hühnerhaufen in dem Augenblick. Danke Fürth übrigens. Weil, ja, das war auch richtig schlecht verteidigt. Und Boris Tomiak legt zurück in den 16er auf Daniel Hanslik. Der steht halt da, wo er stehen muss. Und schiebt das Ding aus nächster Nähe rein. Und das war dann natürlich, ja, wie man so schön sagt, psychologischer, sehr wichtiger Zeitpunkt, das 2:1 kurz vor der Pause und dann dem man schien wieder alles drin zu sein, doch dann fällt das 3:1. Nein, fällt es nicht, das war abseits. Oh meine Fresse. Daniel Hanslik seinem ersten Saisontor und quasi auch wieder im Gegenzug ein dummer Freistoß und ja, zum Glück war es abseits. Zum Glück war es abseits, denn sonst hätte es dann plötzlich 3:1 gestanden. Wieder grottig verteidigt, aber da hat... Ja, es war wahrscheinlich alles geplant, die Abseitsfalle war bestimmt, ja, das war sicherlich geplant, bin ich absolut überzeugt. Ja, auf jeden Fall stand es dann zur Pause. Nur 1:2 für die Spielvereinigung Greuther Fürth und dann ist natürlich wieder was drin. So, aber ich hätte dann halt einfach erwartet, dass wenn man schon mit derselben Elf in eine Partie reingeht, die nicht gerade überzeugt hat, obwohl sie gewonnen hat, aber trotzdem haben sie nicht überzeugt, das kann mir keiner erzählen. Und diese Elf so eine Halbzeit spielt, was würde dann man erwarten als logische Konsequenz? Vielleicht mal den einen oder anderen Wechsel. Nö, aber wir machen das natürlich nicht. Keine Ahnung warum, das werde ich nie verstehen. Es ist nicht aber Anfang so, es ist schon zig Jahren so. Ich verstehe die Trainer einfach nicht. Wie kann man da nicht wechseln? Warum nicht? Was sind die Gründe? Ist man zufrieden mit sowas? Sagt man, ey, das habt ihr super gemacht. Vor allem Richman, Tetschi, du warst heute überragend. Du hast überhaupt nichts gebracht. Hast du keinen Bock mehr? Ey, mein Gott, macht nichts. Ganz ehrlich, der wird bei mir aus dem Kader fliegen mit so einer Leistung. Wenn er keinen Bock mehr hat, soll er sich... Na? Sollen sie die Millionen für ihn nehmen und auf Wiedersehen? Also ganz ehrlich, das war ja ein Totalausfall. Das war ja Arbeitsverweigerung. Oh, Mama mia. Aber stattdessen, dass man dann mal Konsequenzen zieht. Nein, scheißegal, wir spielen einfach weiter. Wird schon irgendwie gut gehen. Ja. Oh Mann. Ja, Fürth hat die zweite Hälfte quasi nur noch verwaltet. Der FCK hat versucht, hat aber nicht wirklich hinbekommen, Druck aufzubauen. Und dann in der 63. Spielminute kam dann mal Mause. Unerklärlich, wie kann man so einen so spät einwechseln, wenn man zurückliegt? Also es ist mir nicht zu erklären. Ach, da kenne ich mich. Also, ich verstehe das einfach nicht. Naja. Hatte heute aber auch nicht seinen besten Tag. Mause kam nicht viel.
Würde aber auch nie wirklich in Position gebracht für einen Abschluss oder so, das muss man auch dazu sagen. Aber was ich dann gut fand, war, dass ich glaube, es war die 70. Spielminute, dann kam nämlich Ragnar. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht. Nee, es war die 73. Spielminute. Dann kam Ache für Karloc. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, denn ich hätte wirklich gewettet, dass Ache so in der 86. Minute kommt oder in der 88. Minute, wenn man wenn er nichts mehr hätte bringen können. Das hätte noch gepasst. Da war ich positiv überrascht, dass man dann doch mal sagt, hey, vielleicht sollte man unseren Top-Torjäger auch mal einwechseln, ein bisschen früher. Ich meine, er ist leider noch nicht fit. 100% und wir alle können nur hoffen, dass er ganz schnell fit wird und dass er verletzungsfrei bleibt. Auf der anderen Seite, wenn er verletzungsfrei geblieben wäre, wäre er jetzt nicht mehr beim FCK, das ist auch Fakt, denke ich mal. Naja, jedenfalls, Are kam und Are traf. Was auch sonst. 84. Spielminute, schön vom Opoku in Szene gesetzt und dann aus der Umdrehung chippt er den Ball irgendwie ins Tor, sieht ganz, ganz komisch aus und es steht 2:2. Also da kann man wirklich nur sehr, sehr erleichtert einfach mal durchatmen und danke Ragnar Are sagen, denn das war das zweite Spiel, wo der FCK wirklich nicht überzeugt hat, aber wir haben auch das zweite Spiel nicht verloren. 2:2 endet nämlich dann die Partie und ich denke mal, die Fütter werden sich richtig ärgern, weil wenn man so eine dominante Halbzeit spielt, 2:0 führt und dann am Ende nur einen Punkt mitnimmt, das ist eine gefühlte Niederlage. Das heißt, der FCK kann natürlich mit diesem 2:2 leben, nach einem 0:2, ne? Führt natürlich nicht, aber so ist halt der Fußball. Da sind halt die Führer auch selber dran schuld, weil wenn man sich dann am Schluss nur noch hinten rum reinstellt, dann hat man nichts anderes verdient, ne? Auch wenn wir natürlich doch mal Glück hatten, kurz vorm 2:2 hat nämlich Ragotta nochmal die Riesenchance zum 3:1, auch wieder Julian Kral, sehr gut gehalten, wieder mal. Und dann eben Ragnar Are zum 2:2. Ja, der FCK damit 4 Punkte. Tatsächlich aktuell punktgleich mit Fürth. Auf Platz 2. Lustig. Ja, hat natürlich überhaupt nichts zu sagen. Aber ey, jeder Punkt ist kostbar. Aber ich weiß nicht. Also wenn die Jungs so weitermachen. Ich meine, aktuell haben wir wirklich halt das Glück, dass wir wirklich aus schlechten Spielen noch wirklich viel rausholen. Ein Spiel gewonnen. Ein Spiel immerhin noch. Bei einem Spiel dann immerhin noch einen Punkt geholt. Aber auf Dauer geht das nicht gut, Leute. Ich glaube, jetzt kommt dann DFB-Pokal, wenn ich mich nicht schwer täusche. Mit so einer Leistung braucht man echt gar nicht hinzufahren. Erste Runde DFB-Pokal, auswärts im kleinen Stadion bei Ingolstadt. Das wird ultra schwer. Das wird ultra schwer. Weil wenn man dann noch bedenkt, dass Mannschaften, die weit kommen im DFB-Pokal, was ja der FCK war, ne? Wir waren im Pokalfinale, die tun sich in der nächsten Runde meistens ultra schwer und scheiden sehr oft sehr früh aus. Ich bin mal sehr gespannt. Also, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich sehe es schon kommen. Mit der Leistung brauchen wir echt gar nicht in Ingolstadt zu spielen. Da können sie direkt daheim bleiben. Also ich kann nur hoffen, dass sie sich zusammenreißen und dass wir dort weiterkommen. Und dann das nächste Ligaspiel ist dann am Samstag, glaube ich, auswärts in Münster. Da brauchen wir auch echt gar nicht hinzufahren, wenn wir so spielen. Also ganz ehrlich, in Münster hat der FCK noch nie gut ausgesehen. Und dann noch, also abwarten. Oh mein Gott, ich krieg schon mal die Kriege. Ich hoffe, dass das alles noch besser wird und dass wir die nächsten beiden Spiele positiv gestalten können. Ne? Und dann kommt das Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin. Also es ist schon stramm. Ne? Es ist schon stramm. Da bin ich auch eventuell auf dem Betze. Mal schauen, ob das klappt. Ist dann, glaube ich, der 31. August. Aber das werden stramme Wochen jetzt. Aber hopp, ist es halt. Das ist zweite Liga. Nicht, keine Ahnung. Ja, man muss mal durch. Bis jetzt schlagen wir uns ja irgendwie wacker, weil wir halt irgendwie doch noch punkten. Das ist sehr gut. Das ist wirklich positiv, muss man hervorheben. Aber die Art und Weise ist zum Teil echt haarsträubend. Naja, Leute. So. Habe ich mich noch am Freitagabend für euch hier hingesetzt, um das noch schnell zu machen, das Video. Hervorragend. Egal. Das soll es von meiner Stelle aus gewesen sein. Vielen lieben Dank nochmal im Vorfeld für eure Unterstützung. Vielleicht abonniert ihr da ein oder andere noch meinen Kanal, würde mich sehr, sehr freuen. Über ein Like und über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Schreibt gerne Kommentare, was haltet ihr bis jetzt von der Leistung vom FCK in dieser Saison? Und Leute,
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns dann. Ciao!